Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe Neue Weltordnung, Weltregierung, NWO. Wir sind schon beim achten Teil angekommen und zwar ist das jetzt das Thema Babylon früher, Babylon heute. Wir werden sehen, dass sich diese alte heidnische Religion Babylons nicht für immer in der Geschichte verabschiedet hat, sondern dass sie überlebt hat, dass sie in die heutige Zeit gekommen ist und dass sie auch heute noch durchaus gegenwärtig ist. Wir haben in den letzten Videos ja schon geschaut, wie das alles angefangen hat mit Nimrod und mit seiner Religion, die er sich da entworfen hat, zu der er sich hat inspirieren lassen, meines Erachtens von Luzifer oder Satan genannt. Ja, und dieser Nimrod hat diese Religion, in der es auch sehr viel verwerfliche Dinge gab, wie zum Beispiel Menschenopfer, auch Kindesopfer, sexuellen Missbrauch und was weiß ich nicht, noch alles. Wir hatten das ja schon mal sehr ausführlich in den letzten Videos besprochen. Wir fangen jetzt mal in Babylon an oder in Babel, wie es damals noch hieß. Das war ja der Ausgangspunkt dieser Religion. Und Nimrod war dann irgendwann mal in Ägypten und wurde dort gefangen genommen für die vielen Gräueltaten, die er in die Welt gebracht hat. Und es war wahrscheinlich Sem, der Sohn von Noah, also praktisch sein Großonkel, der ihn vor einem ägyptischen Ältestengericht verklagt hat. Er wurde dort zu Tode verurteilt und ist dann auch hingerichtet worden. Seine Frau Semiramis, nicht zu verwechseln mit der Ehefrau von Nebukadnezar, einem späteren König von Babylon, der hatte eine Frau, die den gleichen Namen hatte, Semiramis. Und diese Frau war schwanger, als Nimrod starb. Und sie behauptete dann halt, Nimrod sei zur Sonne aufgefahren, seine unsterbliche Seele, die er angeblich hätte, sei zur Sonne aufgefahren, wäre dort gereinigt worden und ist dann wieder zurückgekehrt in ihren Leib, damit sie ihn erneut gebären würde. Sie nannte ihren Sohn dann allerdings nicht Nimrod, sondern Tammuz. Und den finden wir halt auch in der Bibel wieder als ein Götze. Ja, und die babylonische Religion, die gab es natürlich weiterhin, auch wenn Nimrod getötet wurde. Die babylonischen Priester konnten natürlich ihren Kult nicht offen weiterführen, sondern sie haben nach außen hin eine friedliche Religion entworfen, eine Religion, die den Menschen hilft, die ihnen wahrscheinlich hilft, mit Problemen fertig zu werden und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch ein innerer Zirkel, den es in dieser Religion gab. Und dort wurden die ganzen Gräueltaten weitergetrieben. Das heißt halt, wie gesagt, Menschenopfer, auch Kinder und alles, was dort halt eine Rolle gespielt hat im alten Babylon, das wurde dann im Geheimen weitergeführt. Man hat das Ganze auch symbolisch dargestellt mit einem Gott namens Janus. Wer es weiß, also er wird dargestellt mit zwei Gesichtern. Ne? Und das ist praktisch das, was mit dieser Religion dann auch geschehen ist. Es gab quasi ein Gesicht dieser Religion nach außen hin, wo gesagt wurde, ja, das ist alles gut, das ist alles prima, was wir machen, wir kümmern uns um die Menschen, wir wollen das Gute und so weiter. Aber im inneren Zirkel wurde nach wie vor diese Gräueltaten getan, auch diese sexuellen Ausschweifungen, Perversionen, Missbräuche, da wurden Kinder wahrscheinlich missbraucht, Frauen vergewaltigt, das haben wir ja heute auch noch, zum Beispiel im Okkultismus bzw. im Satanismus, da gibt es rituelle Vergewaltigungen von Kindern, aber auch von Frauen und was weiß ich, was es da noch so alles gibt, das ist jedenfalls ziemlich furchtbar. Und das muss natürlich auch in geheimen Zirkeln stattfinden, denn es wäre ja verboten. Und manchmal kommt so ein bisschen was raus, wie in Belgien mit Dutroux oder wie der Mann hieß, der buchstäblich Kinderleichen in seinem Garten hatte, die dort gefunden wurde und die Kreise, die das gezogen hat. Das ging ja bis hoch in die höchsten gesellschaftlichen Kreise, ja. Und ja, viele Menschen, die dann als Zeuge aussagen wollten, sind dann komischerweise plötzlich gestorben, haben ganz plötzlich ist ihnen eingefallen, dass sie Selbstmord verüben wollten. Sie hatten merkwürdigerweise Unfälle oder plötzlich einen Herzinfarkt oder irgendwas. Jedenfalls sind viele Zeugen dann nach und nach gestorben und die Prozesse sind dann eigentlich auch geplatzt. Also da konnte keiner wirklich für belangt werden. Wie gesagt, die babylonische Religion bestand weiterhin aus all dem Bösen, das wurde aber im Geheimen gemacht. Wollte ein
Neuling sich jetzt in diesen inneren Kreis begeben, dann musste er erstmal eine Beichte ablegen. Das heißt, ein Priester hat ihm erstmal Fragen gestellt zu seinem Leben und ja, er musste erstmal seine Sünden bekennen und so weiter. Und nachdem er das getan hatte, durfte er dann in den inneren Kreis eingeweiht werden. Ja, wenn er dann halt auf die Idee kam und gesagt hätte, oh, was ist denn hier los? Das ist ja alles furchtbar, das sind ja Gräueltaten, das ist ja widerlich. Ja, das muss ich den anderen erzählen. Ja, dann hätten die Priester einfach zu ihm gesagt, ja, dann erzählen wir auch deine Verbrechen, deine Sünden. Die machen wir genauso publik in der Gesellschaft. Und somit konnte derjenige dann nicht auspacken, weil die Priester ihn in der Hand hatten mit den Informationen, die sie in der Beichte von ihm gewonnen haben. Die nächste Station der Reise dieser Religion von Babylon nach Rom, ja, wie auch dieses Buch von Alexander Hislop heißt, die nächste Station ist Pergamon. Pergamon, eine Stadt in der römischen Provinz Asia oder in Kleinasien, sagt man auch, ist in der heutigen Türkei. Und von dieser Stadt sind heute nur noch Ruinen übrig geblieben. Die babylonische Religion ist von umgezogen quasi von Babylon nach Pergamon. Aber wie ist das geschehen? Ganz einfach, das Weltreich der Römer, nicht der Römer, die kamen erst später, der Meder und Perser, ja, also Perser, das der heutige Iran und die Meder, ja, das war das Kurdenland eigentlich, die haben sich zusammengetan und haben dann halt tatsächlich Babylon angegriffen und auch erobert. Es ist eine ganz interessante und spannende Geschichte, wie das geschehen ist. Aber da fehlt uns jetzt so ein bisschen die Zeit, das ausführlicher zu machen. Und sie haben Babylon eingenommen und die babylonischen Priester mussten dann halt fliehen. Und sie sind nach Pergamon geflohen. In Pergamon findet man dann halt auch sehr viel von der babylonischen ethnisch-religiösen Kultur wieder. Und deswegen ist im Berliner Pergamon-Museum ja auch so viel zu sehen aus der babylonischen Kultur. Ja, wenn wir in Berlin ins Pergamon-Museum gehen, dann gibt es eine ganze Abteilung über die babylonische Kultur. Und das hängt damit zusammen, dass quasi das Heidentum, die heidnische Religion Babylons nach Pergamon umgezogen ist. In Pergamon selbst gab es sehr viel Heidentum, auch sehr viele andere heidnische Religionen, die letztendlich aber, wenn man es genau verfolgt, wieder auf Nimrod zurückgehen. Es gab da einen gewaltigen Zeus-Tempel mit einem riesen Altar und diese Anlage zählte zu den sieben Weltwundern der Antike, wenn ich das richtig erinnere. Und es gab auch noch viele andere heidnische Kulte in Pergamon. Das war also praktisch eine ganz durchtriebene und durchwirkte, vom Heidentum durchwirkte Gesellschaft dort. Und wie gesagt, es gab viele verschiedene heidnische Kulte dort. Ja, die Priesterkönige waren dann halt gleichzeitig halt der König und der Oberpriester. Und der Oberpriester nannte sich Pontiff, also oberster Pontiff. Und Pontiff bedeutet eigentlich nicht viel mehr als Brückenbauer. Ja, der Brückenbauer zwischen Mensch und Gott. Wir wissen ja, welchen Gott man in Babylon eigentlich verehrt hat. Es gab dann natürlich sehr viele verschiedene Namen für verschiedene Götter und so. Von Marduk über Baal, ich weiß jetzt nicht, ob das ein babylonischer Gott war. Aber es gab sehr viele Götter da in Babylon. Aber letztendlich lief das alles nicht nur auf Nimrod hinaus, der damit gemeint war, sondern eigentlich auch auf Luzifer. Und Nimrod war ja eigentlich nur war zwar auch Menschgott, aber er war der Stellvertreter des babylonischen Gottes auf Erden. Und also er war Stellvertreter Luzifers oder Satans. Und dieser Titel halt, Oberster Pontiff, den hatten jetzt die Könige von Pergamon. Und der letzte von ihnen war Attalus III. Und als er starb, hat er per Testament quasi seine Ländereien und auch seine Vollmachten über diese Religion dem römischen Kaiser vererbt, dem römischen Imperium. Der Kaiser wurde somit nicht nur zum Herrn über die Region von Pergamon, über die Ländereien dort, sondern auch über die babylonische Religion. Es gab ja schon vorher auch in Rom heidnische Religionen. Die römischen Kaiser waren auch immer so ein bisschen dann auch Oberhaupt über diese Dinge. Und jetzt kam natürlich gleich noch ein großer Schwung von heidnischer Religion dazu. So ist es auch kein Wunder, dass sich dann anfingen, die römischen Kaiser mit den entsprechenden Titeln ansprechen zu lassen, nämlich
Pontifex Maximus zum Beispiel. Die römischen Kaiser nannten sich dann Pontifex Maximus. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war es halt auch Kaiser Julius Caesar, der einer der ersten war, vielleicht sogar der erste, der diese Dinge dann für sich in Anspruch nahm. Julius Caesar bezeichnete sich dann als den Sohn der Göttin Venus. Venus heißt, soweit ich das noch richtig, wenn ich das noch richtig erinnere, Mutter der Unreinheit. Also in dem Zusammenhang der römischen Religion. Julius Caesar hat sich dann halt als Sohn dieser Göttin dargestellt. Und dann waren die römischen Kaiser halt auch die Oberpriester über die heidnischen Religionen. Das ist insofern interessant, weil letztendlich dann in späterer Zeit dann auch Kaiser Konstantin auch Pontifex Maximus war. Er war auch ein Oberpriester der babylonischen Religion, der römischen Religion und vieler anderer heidnischen Religionen. Und da sah er auch nicht so einen Unterschied und hat das dann versucht, alles so ein bisschen zu regeln und zu sortieren und so auf eine Reihe zu bringen. Ja, so ein bisschen zu normen, sag ich mal. Was erschwerend hinzukam, dass er der erste Kaiser war, der erkannt hat, dass die christliche Religion eigentlich das Einzige ist, was noch im Römischen Reich irgendwie funktioniert hat, weil das ganze Römische Reich war schon in Mitleidenschaft gezogen worden von Dekadenz, von Niedergang und es war alles so auf dem absteigenden Ast. Auch die heidnischen Religionen waren irgendwie nicht mehr so ganz stabil. Nur die einzige Bewegung, die noch intakt war, das war das Christentum. Also hat sich Kaiser Konstantin zum Christentum bekehrt. Er hat das Christentum zur Staatsreligion im Römischen Reich gemacht. Ja, dann fing er allerdings auch an, eine Vermischung zu betreiben. Ja. Er hat die heidnischen Religionen und das Christentum so ziemlich vermischt und versucht, da eine Art Einheit herzustellen, wenn man so will. Ja, er zum Beispiel, ein sehr bekanntes Beispiel, die Christen hatten ja auch nach der Himmelfahrt Jesu auch in den ersten Jahrhunderten den Samstag als Sabbat, als wöchentlichen Ruhetag gefeiert. Die Heiden, die hatten allerdings den Sonntag als Feiertag, als Ruhetag, weil das der Tag der Sonne war. Und die Sonne war ja immer so eine Art Hauptgott und da haben sie am Sonntag immer den Sonnengott verehrt. Den Tag der Sonne, deswegen heißt er ja auch Sonntag. Und Kaiser Konstantin, wie gesagt, wollte das alles so ein bisschen auf eine Reihe bringen, hat auch nicht so die großen Unterschiede zwischen den Religionen zur Kenntnis genommen, sondern er hat letztendlich dann am 7. März 321 den Sonntag als den staatlichen Ruhetag im Römischen Reich definiert und bestimmt. Ja, in der Christenheit hat man dann auch eine Zeit lang beide Tage gehalten, den Sabbat, also den Samstag und den Sonntag. Aber im Jahr 364 gab es ein kirchliches Konzil zu Laodicea. Und dort hat die Christenheit eigentlich dann auch den Sonntag als Ruhetag für die Christen übernommen. Ja, also es war nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, ja, lasst uns die Bibel studieren. Och, nanu, der Tag der Anbetung ist ja vom Samstag, vom Sabbat auf den Sonntag verlegt worden. Das finden wir in der Bibel nämlich nicht. Selbst die Apostel haben nach der Himmelfahrt Jesu, das können wir in der Apostelgeschichte nachlesen, den Sabbat gehalten, den Samstag als Ruhetag. In einer Stadt haben die Leute sogar gefragt, den Paulus, kannst du uns mehr erzählen über deine Lehre, über dieses Evangelium von Jesus Christus? Und da hat Paulus nicht gesagt, ja gut, kommt am Sonntag, sondern er hat zu ihm gesagt, kommt am nächsten Sabbat und dann lehre ich euch. Und am nächsten Sabbat kam dann fast die ganze Stadt zusammen, weil sie das alles hören wollten. Der Sonntag ist erst später in die Christenheit eingeflossen. So vieles andere halt auch. Es war ja dann, das muss man sich mal vorstellen, auch so, dass es gesellschaftliche Vorteile nun gab, wenn man sich der Christenheit zugehörig fühlte oder zurechnete. Wenn man der Christenheit beitrat, ja, dann hatte das schon mal gesellschaftliche Vorteile, auch für die Karriere, wenn jemand Karriere machen wollte oder so. Also kamen viele Menschen um dieser Vorteile willen in die Christenheit hinein, ließen sich taufen, bezeichneten sich als Christ, aber sie wollten von der christlichen Lehre eigentlich nicht viel wissen, sondern sie hatten ihr Heidentum mitgebracht.
Und so kam immer mehr Heidentum dann halt in die christliche Kirche und die Lehren wurden vermischt mit dem Heidentum. Und wie gesagt, auch Kaiser Konstantin hatte da ein Interesse dran, so eine Art Ökumene herzustellen, indem er halt die ganzen Bräuche und Traditionen und das alles miteinander vermischt hat und versucht hat, da eine Einheitsreligion draus zu machen. Kaiser Konstantin, ihm haben wir sehr viel Religionsvermischung zu verdanken im negativen Sinne. Ja, der römische Kaiser ist dann später nach Konstantinopel gezogen. Das ist auch in der heutigen Türkei. Byzanz heißt die Stadt auch. Letztendlich hatte er dann so ein bisschen Befürchtungen gehabt, dass in Rom ein anderer mächtiger Herrscher aufstehen könnte, der ihm gefährlich werden könnte. Also gab er die Stadt Rom und die Vollmachten dazu und auch die Vollmachten über die römische Kirche. Das alles gab er dem Bischof von Rom. Ja, und so entstand letztendlich auch das Papsttum. Der römische Bischof hat dann natürlich noch ein bisschen mehr Vollmachten sich herausgenommen, als er eigentlich bekommen hat. Es war ja immer noch so ein bisschen unklar, welcher Bischof sollte denn nun der erste Bischof sein, ne? Also der Anführer der Christenheit. Und dann durch die konstantinischen Schenkungen, die es ja gar nicht gab, das sind gefälschte Dokumente, die Kirche zu Rom dann erstellen ließ, hat man gesagt, okay, aufgrund dieser Dokumente sind wir jetzt in der Pole Position, wir können die Führerschaft der gesamten Christenheit halt hier in Rom etablieren. Und so wurde es zur römischen Kirche. Später hat auch ein anderer Kaiser dann noch den Titel Pontifex Maximus abgelegt, wollte mit dem Heidentum nichts zu tun haben und siehe da, der römische Bischof hat dann diesen Titel für sich beansprucht. Er hat dann den Titel angenommen, Pontifex Maximus, und war von da an auch nicht nur Anführer der Christenheit, sondern er war auch Oberhaupt der babylonischen oder beziehungsweise der heidnischen Kulte, die ja dann mittlerweile doch so ein bisschen in eine Einheit verschmolzen waren. Aufgrund dieser Entwicklung, ja, dass viele Menschen in die Kirche eintraten, die gar nicht interessiert waren am christlichen Glauben, sondern ihren Heidentum mitbrachten. Sie kamen nur zum Christentum, weil es gesellschaftliche Vorteile brachte. Auf der anderen Seite durch die Anstrengungen von Kaiser Konstantin, die Religionen zu vermischen, haben wir heute sehr viel in der katholischen Kirche, was nicht da reingehört eigentlich in die Lehre. Es ist ein anderes Evangelium als das, was uns die Bibel sagt. Es ist ein Evangelium, in dem es, also von der römischen Kirche, in dem es darauf ankommt, sich durch Leistungen selbst irgendwie, nicht gerade zu erlösen, aber seine Sündenstrafen abzuarbeiten, was letztendlich aber aufs Gleiche herauskommt. Das heißt, die Menschen müssen Wallfahrten machen, die Menschen müssen Bußübungen tun, zur Beichte gehen. Sie haben auch die Möglichkeit, heute noch Ablassbriefe zu erwerben. Ja, das ist nichts, was im Mittelalter nur gewesen ist und dann hat man gesagt, oh, das ist ja gar nicht biblisch, das vergessen wir mal ganz schnell wieder, sondern das gibt es heute auch noch. Ja, ich habe hier eine kleine Übersicht, ja, wo man mal drauf schauen kann, was unter anderem alles in die Kirche eingedrungen ist, in die römisch-katholische, was aber gar nichts mit der Bibel zu tun hat. Gut, das könnt ihr euch mal anschauen, da könnt ihr auch gerne mal die Pausentaste drücken, um euch das mal in Ruhe anzuschauen, wann bestimmte Dinge in die kirchliche Lehre gekommen sind. Und es gab ja dann auch immer wieder in der Christenheit Menschen, denen das aufgefallen ist, wie Martin Luther zum Beispiel, der gesagt hat, also Ablassbriefe sind ja überhaupt nicht nötig. Ne? Christus hat uns vergeben, unsere Schuld, aus Liebe zu uns, aus seiner Gnade, die er für uns hat. Und wenn wir daran glauben, dann sind wir erlöst. Da brauchen wir nicht noch irgendwelche Leistungen und Werke zu erbringen. Ja, wir brauchen keine Ablassbriefe kaufen, keine Bußübungen machen und dergleichen. Gott hat uns erlöst aus Gnade und aus seiner Liebe. Und wir glauben daran und nehmen sein Angebot in Anspruch, dass er uns unsere Schuld vergibt, weil ja auch Jesus Christus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Damit ist die Rechnung eigentlich bezahlt und wir Menschen, wir brauchen uns da keine großen Sorgen mehr zu machen. Jedenfalls die, die an Jesus Christus glauben. Später haben auch andere Christen biblische Lehre wiederentdeckt, wie zum Beispiel die Wiedertäufer, ja, die gesagt haben, das ist nicht richtig, dass man kleine Kinder tauft, die sich gar nicht entscheiden können. Ja, aus ihnen wurden die Baptisten und so. Und die ganzen Freikirchler, die
haben ja gar nicht mehr die Kindertaufe. Die taufen erwachsene Menschen oder Menschen zumindest, die alt genug sind, um eine wirklich eigene Entscheidung zu treffen. Ja, und so kann man eigentlich Punkt für Punkt durchgehen und schauen, was steht in der Bibel, was lehrt die römisch-katholische Kirche und was lehren die anderen Kirchen. Und dann kann man so ein bisschen Weizen von Unkraut trennen und schauen, wo ist wirklich der Glaube und das Christentum, das Gott gewollt hat und was ist verfälscht worden. Das kann man also sehr gut nachvollziehen. Ja, und all diese Dinge, die es in Nimrods Glauben gab, die finden wir wahrscheinlich auch in der römisch-katholischen Kirche wieder, nur dass die Dinge vielleicht anders heißen. Ja, wenn wir zum Beispiel schauen, Kontaktaufnahme mit Dämonen, also weiß ich jetzt nicht, ob man direkt mit Dämonen in Kontakt tritt, aber man hat das ein bisschen anders bemäntelt in der katholischen Kirche. Es gibt zum Beispiel die Aussage in der Bibel, wer tot ist, der schläft quasi, der bekommt nichts mehr mit von dem, was unter der Sonne passiert. Ja, das steht zum Beispiel im Buch des Predigers Salomo. Ja, es werden ganz klare Aussagen gemacht über den Tod, dass es ein Zustand des Ruhens ist, ohne Bewusstsein. Die katholische Kirche meint, ja, es gibt Leute, die waren besonders gut in ihrem Leben und die werden von der katholischen Kirche heilig gesprochen und die kann man dann auch anrufen und mit denen kann man in Kontakt aufnehmen und mit denen kann man dann auch in Kontakt treten. Aber für mich ist das praktisch auch nur nichts weiteres als ja, Totenkult. Ja, und da gerade im Totenkult begegnet es uns auch immer wieder, dass Dämonen den Menschen begegnen und sich vielleicht als Menschen verstellen, die verstorben sind. Ne? Da haben wir das zum Beispiel. Oder ja, wenn wir an diese sexuellen Perversionen denken, ja, da wie viele Kindesmissbrauch das in der römisch-katholischen Kirche gibt. Und ich möchte nicht wissen, wie hoch der Prozentsatz ist. Ne? Ob es nur Priester waren, nur in Anführungsstriche Priester waren, die sich einfach mal nicht beherrschen konnten, was ja schon schlimm genug ist. Oder ob es vielleicht ein ritueller Missbrauch war, dass man zu vielleicht schwarzen Messen oder so sich kleine Kinder geschnappt hat und die dann dort rituell vergewaltigt hat. Ne? Es werden auch, hat Papst Franziskus erst vor wenigen Tagen zugegeben bzw. verkündet, dass er davon Kenntnis hat, dass Nonnen als Sexsklavinnen gehalten werden von Priestern oder von Bischöfen und von Teilen des Klerus. Wenn wir halt diese Missstände alle aufzählen, und wahrscheinlich gibt es auch noch weitere, dann müssen wir uns natürlich bewusst machen, dass jetzt nicht jeder Pfarrer und jeder Priester und jeder Bischof da drin verstrickt sind, sondern das ist genauso wie in der babylonischen Religion ein innerer Zirkel, der sehr verschwiegen und verschworen ist, wo diese Dinge stattfinden. Darüber hinaus gibt es viele Menschen, die es mit ihrem Glauben ernst meinen, gerade auch unter den einfachen Katholiken, gerade auch unter den Priestern, vielleicht sogar auch unter den Bischöfen. Ja, es gibt viele, die davon gar nichts wissen, was da in diesem engeren Zirkel stattfindet. Aber wie gesagt, die babylonische Religion war so, und sie ist heute in Rom zu finden, im inneren Kreis oder in bestimmten Zirkeln, sag ich mal. Und ich weise noch einmal darauf hin, die meisten Katholiken und Priester und Funktionäre sind wahrscheinlich nicht involviert, die wissen vielleicht noch nicht mal etwas davon. Aber selbst wenn man sagt, okay, viele meinen es ehrlich und viele sind auch ernsthaft, ja, dann muss man auch immer noch sagen, dass die Lehre an sich ja nicht stimmt mit der Bibel überein. Ich denke, dass es so kommen wird, wie es auch in der Bibel steht, dass eines Tages der Ruf kommt, geht aus, mein Volk aus Babylon. Das heißt, es wird viele Menschen geben, die im Volk Babylon, also in der römisch-katholischen Kirche sind und die zu dem Volk Gottes gehören und die Babylon dann verlassen und sich dem treuen Volk Gottes anschließen, das wirklich versucht, nach der Bibel und der Bibel alleine zu leben. Ja, wir haben heute den Weg betrachtet, den diese Religion genommen hat, nämlich von Babylon über Pergamon, über das Rom der römischen Kaiser, der Cäsaren bis hin zum päpstlichen Rom. Wie gesagt, ich möchte es noch einmal sagen, also verurteilt und verdammt nicht die katholische Kirche, weil da kann man nicht alle Menschen über einen Kamm stellen. Es gibt da viele ehrliche und ernsthafte Gläubige.
Es ist halt wirklich nur ein kleiner Teil, ein innerer verschworener Zirkel, wo die alte babylonische Religion mit all ihrer Perversion überlebt hat und weitergeführt wird. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber die Jesuiten haben ja das größte auf der Welt existierende Teleskop, mit dem man das Weltall untersuchen möchte. Und dieses Teleskop haben die Jesuiten wie genannt? Luzifer. Das kann man auch hier auf YouTube sich anschauen, dieses Teleskop. Es hat den Namen Luzifer. Es ist ein Teleskop, das den Jesuiten gehört. Ich denke, wir haben es jetzt ausführlich genug betrachtet. Ich hätte auch das Ganze in Form von Zitaten bringen können. Wenn ihr diese Zitate wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentarleiste. Vielleicht mache ich dann noch ein weiteres Video dazu, wo ich die Zitate alle zeige. Wer es genau wissen möchte, der kann Bücher lesen wie Der große Kampf von Ellen White, Advent Verlag. Oder der kann zum Beispiel Bücher lesen wie von Alexander Hislop, Von Babylon nach Rom, der Ursprung der römisch-katholischen Religion. Ja, im CLV Verlag Bielefeld erschienen, ist dort aber vergriffen. Aber vielleicht bekommt ihr das gebraucht irgendwo. Ja, und außerdem gibt es hier auf YouTube die Möglichkeit, sich Videos anzuschauen. Denn dieses Buch Von Babylon nach Rom wird hier in bestimmten Videos auch vorgelesen. Also da könntet ihr euch das Ganze mal live und in Farbe anhören. So viel für heute. Wir machen im nächsten Video weiter und vertiefen diese Thematik. Bleibt dran, macht euch schlau und ich lade euch ganz herzlich auch ein, das nächste Video zu schauen. Bis dahin alles Gute und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Teilt auch meine Videos auf sozialen Medien wie Facebook oder wie auch immer. Ja, also ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alex von Mackie.